Hallo und herzlich willkommen zurück zu keinem weiteren kleinen kurz angespielt, sondern viel eher etwas gänzlich anderes. Als Tester für Linux-Spiele hat man hier und da das Vergnügen, auch mal das ein oder andere Spielchen, ich sage mal, umsonst zu bekommen, damit man ein paar nette oder vielleicht auch weniger nette Worte in einen Artikel verfasst, je nachdem, was für ein Spielchen man denn hat. Was wir allerdings noch nie hatten, und da sind wir dann doch jetzt relativ stolz drauf, ist die Tatsache, dass man uns nicht ein Spiel, sondern komplette Hardware zur Verfügung stellt, wenn auch nur testweise. Von TuxedoComputers.com haben wir bekommen ein Notebook nöcher und nöcher. Der Herr Comrade hat ein Mittel- bis Hochklasse-Gerät bekommen und wenn ich das richtig rauskristallisieren konnte, dann habe ich wahrhaftig jetzt so das High-End vom High-End bekommen. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns das gemeinsam an, Videogar-technisch. Und am Ende gibt es ein kleines Resümee, beziehungsweise wir schauen mal, wie lange das jetzt hier läuft. Wir machen die Kiste erstmal auf. Wird auch langsam mal Zeit, steht ja schon lange genug hier rum. So. Also bisher, auch wenn das wahrscheinlich das Uninteressanteste an der Geschichte ist, die Verpackung sehr gut. Zumindest was die Außenverpackung angeht. So. Beiseite das Ganze. Schön mit dem Firmenband verklebt. So muss das sein. Die Action kommt später. Und dann gucken wir doch erstmal, was da überhaupt so von TuxedoComputers.com eingepackt wurde. Denn ich bin ganz ehrlich, das weiß ich persönlich nicht. Ja, ich habe mir die Rechnung mal angeguckt. Und ja, es gab da auch eine gewisse Korrespondenz. Aber das Ding, naja, das seht ihr selbst am besten, das packe ich jetzt aus, wa? Und ich weiß, wie gesagt, nur, dass da ziemlich viel Power drin stecken soll. Und den Rest ist quasi eine Wundertüte. Was haben wir hier als erstes? Hoppla hopp. Aha. Ah, das ist ja mal süß. Okay. Ein Cheat Set, sogar mehrere Cheat Sets, Schnieke für Konsolenkommandos, wenn ich das richtig sehe. Ja, LP-Test, Write-Talk, Cat, GZIP-TA, die Basics und ein bisschen mehr. Schönes Ding, im Posterformat, das nenne ich mal ein nettes Gimmick. Aber auch das eher sekundär bis nebensächlich. Okay. Andere Menschen hätten vielleicht direkt am Karton gegriffen. So. Jetzt schön abgeben, dass uns der ganze Krams nicht um die Ohren fliegt. Den Kollegen stellen wir erstmal ab. In Bodennähe. B wie Boden, Ablage B. Notebook Computer, enjoy with me. Karton, vielleicht mal kleben irgendwann. Schauen wir weiter. Neben den sehr erfreulichen Postern hätten wir als nächstes das Corpus Delicti. Das Gerät, um das es geht. Ein nettes kleines Mauspad. Hey, Tuxedo Computers Hardware im Maßanzug. Kann man ja gerade mal die Kamera halten. Was ist das hier? Ein Lebkuchenherz. Lebkuchen Schmidt, alles klärchen. Charmant wie kein anderer. Ich fress mir doch genug an in der Weihnachtszeit. Da muss ich doch jetzt hier auch noch von Lieferanten. Aber gut, damit nichts nass wird. Ein bisschen Powercord. Ist, glaube ich, auch soweit klar, wofür das gut sein könnte. Dann sehe ich jetzt spontan erstmal nichts weiter. Außer natürlich etwas Styropor und viel wichtiger ein Netzteil von Delta Electronics und einen sonst leeren Karton. Entledigen wir uns der Verpackungsmaterialien mal ganz geschwind in eine nicht weiter gefilmte Ecke und bleiben bei dem Kollegen. So.
sehen wir mal eben sämtliche Verpackungsgedünse. Auch hier weiterhin sehr, sehr hochwertig, sehr schön gemacht. Die Styroporpolster hat man gesehen. Hier gucken wir gerade mal, könnte man fast sagen, hier luftdicht. Eigentlich auch ganz nett. Ja, Tuxedo, fettes Banner. Ja, Akku ist schon drin, soweit ich das sehe. Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert, weil sonst hätte er gefehlt. So, einmal Klapp Boosterbeere, zweimal Klapp Boosterbeere. So, nicht gleich alles in 1000 Fetzen zerreißen. Wie gesagt, ist ein freundlicherweise zur Verfügung gestelltes Testgerät. Da muss man ja nicht irgendwie nachher das Ganze in Discounter-Markt Plastiktüten zurückschicken. Da kann man schon mal ein bisschen beim Original bleiben, sofern man nicht alles kaputt reißt beim Auspacken. Hier sind wir also nun. Wahnsinn. Okay, das ist schon mal nicht klein. Gut, war auch anzunehmen. Es handelt sich ja hierbei um speziell auch das Betriebssystem Linux zugefertigte Gamer-Hardware. Im Laptop-Format. Von daher war jetzt nicht anzunehmen, dass das Ding irgendwie 13 Zoll Netbook-mäßig daherkommt. Ne? Brauchen wir es, glaube ich, soweit keine Illusionen hingeben. Gucken wir gerade mal im Detail, bevor wir jetzt hier groß an der Klappe rummachen. So, also von oben Tuxedo. Gucken wir an den Rand, soweit wir das sehen können. Hier drüben sehen wir einen HDMI, da sehen wir einen USB 3. Da sehen wir zwei Anschlüsse, die ich jetzt auf die Stelle gar nicht identifizieren kann. USB irgendwas würde ich jetzt schätzen, aber vielleicht mache ich mich auch lächerlich. Man muss ja auch nicht alles kennen. Ganz viele LEDs, die jetzt natürlich noch relativ aus sind. Und hier drüben hätten wir dann zur Auswahl die komplette, das komplette Arsenal an Audiobuchsen. Also Line-In, Mikrofon, Headset, zweimal USB 3, ein SD, MMC, Kartenleser, Netzwerk, ein Schloss-Dings, wie heißt es gleich? Kensington-Lock-Anschluss, wenn ich das richtig sehe. Und dann gucken wir noch gerade auf die Rückseite, weil es sich eben anbietet. Da drehe ich das Ganze gerade mal. Kleinen Moment. Sonst haben wir hier ein kleines Belichtungsproblem, wenn wir das nicht eh schon haben. So, und dann haben wir richtig dicke Lüfterschlitze. Nochmal ein USB 3 und den Poweranschluss. Und ja. Also machen wir die Büchse der Pandora oder Aladins Höhle oder wie man auch immer sagen will, einfach mal auf. Schauen uns mal das Innere an. Da gibt es erstmal einen netten Beipackzettel. Was haben wir denn da Feines? Vielen Dank für den Erwerb eines Tuxedos. Vor der ersten Nutzung bitte unbedingt lesen. Gucken wir da gerade nochmal drüber. So. So, eine nette Kleinigkeit, die man jetzt trotzdem noch hervorheben könnte, wenn man auch nicht den ganzen Zettel vorlesen muss. XKL Ubuntu Mint und OpenSUSE-Nutzer können einfach auf unser Anpassungsskript zurückgreifen. Es verrichtet alle Anpassungen und Nachinstallationen völlig selbstständig. Sie finden es hier. Da steht's. Da kann man ja mal. Das ist ein netter, netter Service, würde ich sagen. Wollte ich mal kurz sagen, dass es das gibt. Außerdem gibt es eine Tuxedo Computer als Datenbank. Da ist nochmal der Screen. Mit von uns erstellten Anleitungen. Dort können Sie auch Treiber und BIOS-Updates hinunterladen. Sexy. Wer es braucht, da gibt es auch eine Windows-Treiber-DVD. Jo, das so viel zum Beipack-Pack, zum Nebenzettel. Und dann würde ich sagen, gönnen wir uns mal das aufgeklappte Stück Technik. So, also wir sehen einen fetten, fetten Monitor. Man sieht mich dank Spiegelung. Das ist aber jetzt nur hier wegen der Plastikplane. Ansonsten hat man im Korsett eine vollwertige Querztastatur. Alles andere wäre auch schade mit Numpad. Auch dabei. Schön. Wird ja zum Gamen heutzutage nicht mehr so häufig benutzt, aber ansonsten. Speakers Instant von Onkyo, ein Power-Taster, Soundblaster XFI 5MB, Nvidia GeForce GTX installiert, HDMI und ein Intel Inside Core 7, wenn man denn den Aufklebern trauen darf. Und da der Akku drin ist und ich auch ehrlich gesagt keine Option oder nicht auf die Schnelle gesehen habe, wo man den Akku rausnehmen kann, können wir aber trotzdem nochmal auf die Rückseite schauen. So, ein bisschen Unterleg. Nicht, dass naja heißt, ich würde irgendwas
unterschlagen. So, ist ja noch alles schön eingepackt hier. So, da haben wir die Rückseite mal in der totalen. Diverse Lüfterleuchten-Dinger, wie ich es genau sagen will. Schlitze. Und ja, ich würde fast behaupten, ein fest verbauter Akku. Ja, lassen wir erstmal so stehen. Tut ja keinem weh. Nochmal umdrehen. Und viel wichtiger, nochmal aufklappen. Intelligente Menschen drehen das auch gleich richtig rum. So. Dann gucken wir nochmal, ob da sich servicetechnisch schon jemand dran gelabt hat. Ob da nicht sogar schon ein bisschen Strom drauf ist. Quasi das erste Anschalten erfolgt jetzt und es läuft ins Leere, denn der Akku ist leer. Gut, dann nehmen wir uns noch 2 Minuten Zeit und schließen eine extreme externe Stromquelle an. Söhchen, wir haben etwas Strom und vor allem haben wir eine Ladeleuchte, die sagt, dass sie lädt. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Also irgendwo da drin ist sicherlich ein Akku verbaut. Jetzt kommen wir aber zu etwas viel Interessanterem, nämlich dieser kleinen Taste hier, denn das ist der Powerschalter und da drücke ich jetzt drauf. Es leuchtet blau. Ich hoffe, es macht etwas mehr als blaues Licht im Film. Wir hören absolut nichts. Ich gehe direkt mal ins Setup, Tuxedo Intel. Das funktioniert, das sieht doch soweit ganz gut aus. Und dann gucken wir doch einfach mal, späßchenhalber, was wir da jetzt eigentlich genau haben. Mit Fokus. Alles gut. Dazu schauen wir uns einfach mal im BIOS um, denn dafür ist so ein BIOS ja unter anderem da. Also, wir haben einen Intel Core i7-6700HQ, die auf 2,6 GHz läuft. Wir haben 64 GB DDR4 RAM. Wahnsinn. Ein Schenker H706 Mainboard, wie es scheint. Und so weiter und so fort. Was haben wir denn noch so am Start? SATA Port, not present, not present, not present, not present. Da ist nix. Amiso. Irgendwas. Auch irgendwas. Advanced. ACI, Bootlogo. Das Ding ist flüsterleise. Entweder ist der Lüfter kaputt oder sieht keinerlei Grund, jetzt schon anzuspringen, was ich persönlich als sehr angenehm empfinde. Na gut, belassen wir es jetzt mal dabei. Soviel zum Thema BIOS. Und schauen mal, ob irgendwas irgendwie hochfahren sollte. Ob da nicht vielleicht doch schon jemand schwer aktiv war und ein System auf die Möhre gedübelt hat. Tuxedo, alles schon gesehen heute. Macht aber nichts, schaut man sich gerne nochmal an. Ein blinkender Cursor. Ein Grub in Version 2.0.2. Wir booten Ubuntu. Es ist also Ubuntu vorinstalliert. Oh, hier, ich gehe mal da ein bisschen näher ran. Da, wenn man es dann mit dem ganzen Licht hier sehen kann, ist da Advanced Options für Ubuntu. Ubuntu, alles da. Dann schauen wir mal, was da jetzt eigentlich genau passiert. Und vor allem, viel interessanter, Ubuntu 15.10, also es ist Dezember 2015, da hat man sich an das Aktuellste, was es gerade gibt, gewagt, ohne jetzt Alpha oder Beta gehen zu müssen. Und es ist eine OEM-Installation, denn jetzt wird alles abgefragt, was für uns denn relevant sein könnte. Wir stellen Noob-mäßig natürlich auf Deutsch, damit wir auch von Anfang an ja alles verstehen. Wo befinden Sie sich? Ja, Berlin passt, glaube ich. Wie sagt man so schön, die Mauspad-Tasten, also die Kollegen hier. Na, ich klicke mal gerade ins Leere. Ja, richtig schön mit Andruckpunkt. Das kenne ich auch von. Meine Notebook-Erfahrungen sind irgendwo bei Netbooks angelangt. Und da ist das Ganze ein bisschen. Sagen wir, es fühlt sich nicht ganz so hochwertig an. So.
Tastatur stellen wir ein, ist auch soweit klar. Und jetzt geht's natürlich los. Ihr Name. Da sind wir nochmal ganz kreativ und sagen Testrian. Da packt er mir auch direkt den Namen des Rechners über die Mainboard-Kennung. Passwort sind wir auch extrem kreativ. Ist langweilig. Automatische Anmeldung aktivieren. Und dann schauen wir mal, wie sich das jetzt in naher Zukunft verhalten wird. Denn noch richtet sich das System selbstständig ein. Ein kurzes Aufleuchten des NVIDIA-Logos. Sehr schön. So viel zum Thema. Sie haben sich dafür entschieden, Ihr Betriebssystem selbst zu installieren. Wahrscheinlich ist das nur für Windows-Kunden gedacht. Oder wir haben eine super Special-Sonderbehandlung bekommen. Das kann natürlich auch sein. Also es startet, wir können gerade noch mal ein bisschen hier ins Detail gehen. Es startet eine normale Unity-Oberfläche, die man von Ubuntu gewohnt sein könnte, wenn man das denn benutzt. Und ansonsten schauen wir nochmal, also das LibreOffice ist drauf, ein Firefox ist drauf, die typischen Anwendungen, Ubuntu Software Center, ein paar Desktop-Links, www.linux-onlineshop.de, nurture.de, ubuntuform.de, kann man mal erwähnen, ein Tastenkombinations-Cheatset auf dem Display. Und ansonsten, wenn ich das jetzt richtig sehe, können nochmal alle Anwendungen durchschauen, soweit erstmal nichts spezialisiert installiert. Sage ich jetzt, könnte ich aber gleich noch revidieren. Browser, Bildbetrachter, Benutzer, Anzeigegeräte, Bildschirmfoto, Webcam. Bin nicht sicher, ob Cheese normalerweise drauf ist, aber egal. Empathy, eine F-Print-Demo, Firefox, Gparted. Das sieht auf den ersten Blick. Da haben wir den NVIDIA-Treiber, der definitiv schon drauf sein muss. Und da klicken wir auch mal drauf, denn da war eben das BIOS ein bisschen, ich möchte mal sagen, sparsam. Wir gucken mal, was wir eigentlich haben. Dieses Gerät besitzt eine GeForce GTX 970M. Und das mit, auch nochmal knapp an die 6 GB Speicher. Woran man sich daran ja nicht immer aufhängen sollte. 192-Bit Memory Interface. Jo, ich glaube, da ist ein bisschen Potenz dahinter. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Weiß ich natürlich nicht. Wie so oft. External Information, ich glaube, viel mehr brauchen wir da jetzt gar nicht wissen im Moment. 64-Bit-System. NVIDIA-Treiber Version 352.6.3. Ich meine, das ist relativ aktuell. Und falls es das nicht sein sollte, werde ich das sicherlich über eine Display-Einblendung erwähnen. Gut. Do you really want to? Yes. Schauen wir gerade nochmal weiter. Aber man merkt, dass ich damit nicht oft bzw. gar nicht arbeite. Bin kein Unity-Mensch. Installiert. Das war schon offen. Hätte man sehen können. So, NVIDIA onboard. Pitchen. Nö. X-Diagnose. Okay. Vim ist drauf. Ich glaube nicht, dass das in der Grundausstattung drin ist. Vielleicht mittlerweile doch, ich weiß es nicht. Naja, wie dem auch sei. Okay, also ein vorkonfiguriertes System, das soweit auch den Anschein hat zu funktionieren. Ich sehe jetzt zumindest nicht einen Grund zu sagen, dass dem anders wäre. Und da würde ich sagen, drücken wir erstmal auf die kreative Pause. Das sagst du soweit zum Auspacken und zum Aufbau und zur ersten Betriebnahme. Und dann werde ich in naher Zukunft mal gucken, was meine Steam-Datenbank so hergibt. Und dann werden wir die Kiste mal ein bisschen anheizen und schauen, wie sie sich so schlägt im Gaming-Vergleich zum Desktop. In diesem Sinne, bis dann.